So, hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projektchen, was ich schon relativ lange angekündigt habe, und zwar Deponia 4, beziehungsweise Deponia Doomsday. Kam für mich relativ unerwartet raus dieses Jahr. Nachdem ich ja endlich den zweiten und dritten Teil abgeschlossen habe, und kurz nachdem ich den dritten fertig hatte, kam im Prinzip der vierte. Allerdings hatte ich keinen Platz, um es, direkt umzusetzen. Erstmal ein bisschen die Musik leiser machen, auch wenn es so schön ist. Wo ist das Musik? Da ist irgendwo das Musik. Master Lautstärke. Drehen wir nochmal kurz. Ja, drehen wir mal so. So müsste das eigentlich okay sein. Ja, ich habe tatsächlich das Ende jetzt vom dritten Teil auch noch im Kopf, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Deswegen wundert es mich jetzt eigentlich auch umso mehr, dass es einen vierten Teil gibt. Hier unten übrigens gibt es Deponia, also Complete Journey, 85% reduziert, ne? Wer es noch nicht hat, kaufen. Jetzt. Oder später. Ne, wir machen es erstmal weiter. Kurz zur Information. Das Projekt wird nicht wie die letzten beiden 30 Minuten pro Folgen beinhalten, sondern nur 15. Ich hoffe, das ist okay. Dafür wird es wahrscheinlich täglich kommen. Wenigstens alle zwei Tage. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall genug gelabert. Wir machen mal Neustart und kicken mal. Ja, nicht gespeicherter Spielfortschritt. Ja, das mache ich. Ja, machen wir. Habe ich ja noch nicht gemacht, von daher geht das schon. Jo, ich habe meine Klappe. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder ein Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtorkenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich, indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie, man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuel-Locks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Möchte ich das Tutorial spielen? Ja, selbstverständlich möchte ich das Tutorial spielen. Das, wir sind mal nicht in dieser Presse, wie es normalerweise am Anfang war. Willkommen in der Tutorial. Das Tutorial wird Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Benutze die Schaltfläche am rechten Bildschirmrand, um der Tutorial-Nachrichten erneut anzuzeigen. Ich mache das mal. Der Tauschsport, das wird wahrscheinlich die Leertaste sein, genau. Ach, die Mausrad-Taste geht auch, das ist schön. Ah, Hotspot.
Ich werde ausgelacht. Von der Seite. Das verstehe ich nicht. Dein Cursor besteht... Ne? Dein Cursor besteht nur noch aus zwei Zahnrädern, einem großen und einem kleinen. Das große steht für Linksklick-Aktion, interagieren, das kleine für Rechtsklick-Aktion, ansehen. Du solltest auf dieser Plattform runterklettern. Ja. Ich mach mal Leiter. Hervorragend. Manche Objekte kannst du dir ansehen. Benutze dazu einen Rechtsklick. Schau dir nun die Edward Snowman an. Nee, oder? Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Übrigens ist eines der Zahnräder am Cursor leer, hat das Objekt unter dem Cursor keine entsprechende Aktion. Oh, nee! Wirklich? Klick auf eine Freistelle am Boden, um dich zu bewegen. Du kannst die Szene verlassen, indem du den Ausgang benutzt. Diesen findest du am rechten Bildschirmrand. Eine Szene sofort zu verlassen, benutze einen Doppelklick. Verlassen wir die Szene. Job. Siehst du die Spraydose? Diesen Gegenstand kannst du einsammeln. Interagiere mit der Spraydose und nehme sie auf. Ich nehme nicht. Guck's mir erstmal an. Gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Was? Welche? Fuelock Gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Fuelock Gelb? Habe ich jetzt gerade noch nicht verstanden. Ich muss übrigens gleich das Fernseher ein bisschen zumachen. Es wird sehr hell gerade. Wird im Inventar abgelegt. Kannst du Ido das Drehen des Mausrads? Das ist sehr schön. Das wird nett gewesen. Darf ich gerne bitte... Ach, das ist ein Feuerzeug. Jetzt, können wir das kombinieren? Uhu! Ah! Fetzig. Sehr gut. Geh nur zum Fahrzeug. Nein! Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Der was Organon sagt der Riegel? Hatte die Tür zu frei nach Lacher. Irgend so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Erzähl was Neues. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Fahrzeug. So, du kannst deine Hand nehmen und mit den anderen benutzen. Klettere die Leiter auf deinen improvisierten Flammenwerfer durch einen Klick im Inventar auf. Schmelz an das Eis am Werkzeugkasten, indem du den Flammenwerfer anklickst. Haben wir Eis am Werkzeugkasten? Wer ist dieser Werkzeugkasten? Hä? Ich glaube, ich bin da gerade ein bisschen verwirrt. Das ist doch hier, oder? Ich kombiniere jetzt erstmal alles. Ich wollte eigentlich Flammen auf den Kühler malen. Noch etwas, zu dem ich wohl nicht mehr kommen würde. Ich wollte eigentlich noch etwas... Es geht schon wieder los. Ich bin zu blöd für die einfachsten Sachen. Ach, jetzt auf einmal erkennt er den vereisten Werkzeugkasten. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, nicht? Wir machen den mal auf. Spiele jetzt erstmal allein weiter. Wenn weitere Spiele mit eingeführt werden, bekommst du eine Benachrichtigung. Ja, machen wir. Werkzeugkasten auf. Schneidbrenner raus. Werkzeugkasten zu. Leiter runter. So, dann verlassen wir mal ganz kurz eben die Szene. Und dann nehmen wir mal den Schneidbrenner und machen mal den Riegel auf, würde ich sagen. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zerlegen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Zünden! Das Siegel zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Na dann.
In dieser Szene ist ein Kraftbalken eingeblendet. Hier musst du so schnell wie möglich klicken. Viel Erfolg. Ein Hoch auf meine Schnellfeuertaste. Die nicht gut aber funktioniert. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Nun weißt du alles, was für die weiteren Abenteuer wissen muss. Das Tutorial ist hiermit beendet. Viel Spaß. Er drückt doch! Was? Ja, aber wie der Riegel fehlt. Ich hab doch so eine Stange dabei. Wieso kann ich die denn nicht nehmen? Ah, Schwein gehabt. Puh, anstrengend. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung. Die Hoffnungslosigkeit. Und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Okay, es wurde jetzt gerade gespeichert. Da haben wir ein Bömmchen. Da haben wir eine Tür. Sie kommen durch. Dann werde ich mich wohl ein bisschen beeilen müssen. Wieso ist das jetzt eine andere Stimme? Sie kommen durch. Dann werde ich mich wohl ein bisschen beeilen müssen. Ich ahne, wer das ist. Da lag es nun. Kaputt im Schnee, ausgebrannt, am Boden zerschellt. Elysium, Symbol der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich schon mit dem Knopf interagieren möchte oder ob ich... Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Oder ob ich jetzt einen Cliffhanger machen möchte für die nächste Folge. Das bin ich mir jetzt gerade echt unsicher. Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt schon bei 13,5 Minuten sind, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Sehen uns morgen wieder und gucken mal, was das Bömmchen so macht. Also, bis morgen. Tschüss.